Hallihallo, ihr Lieben da draußen auf der ganzen weiten Welt. Ich bin's wieder, eure Salea, und den Satz habe ich schon sehr lange nicht mehr gesagt. Es ist wieder soweit, die Sokawa E-Box für April 2021 ist bei mir angekommen und ich freue mich jetzt schon wieder. Die letzte Box war einfach fantastisch. Das Thema Magical Girls war einfach super schön und ich habe eine super schöne Sailor Moon Figur bekommen und ich bin sehr gespannt, welches Thema jetzt in April 2021 drin sein wird. Dann gehen wir es doch mal an. Die Sokawa E-Box ist, ich finde, auch immer noch einer der schönsten Boxen von außen. Ich finde die einfach mega schön in Blau mit diesen Sternchen und I like this so much und ich liebe deren Instagram-Seite. Oh, das wird gut, das wird sehr gut. Das Thema der Box ist Full Bloom Sakura. Es geht also um die Kirschblütenzeit in Japan mal wieder. Und es wurde natürlich schon ein bisschen gespoilert. Ich weiß auf jeden Fall, dass es ein super süßes Plüschi geben wird und eine Tasche, glaube ich. Und da gab es aber, glaube ich, mehrere. Ich bin gespannt, welche Sachen ich jetzt rausziehen werde. Das erste, was ich jetzt ziehe, ist die Tasche. Und oh mein Gott, die ist echt niedlich. Ganz viele bekannte Maskottchen in Japan haben ja quasi ein Haus. Also da leben die alle zusammen. Die wohnen alle in einem Haus von Sanrio. Und die muss ich euch zeigen. Die sind nämlich wirklich total niedlich. Ich glaube, das ist sogar eine Tasche, die ich wirklich auch mal mit auf einer Convention mitnehmen würde. Ich meine, schaut euch das an. Auf jeden Fall haben wir hier Hello Kitty, wir haben Pompom Purin. Auf der anderen Seite haben wir auch nochmal My Melody. Und noch andere, die ich jetzt beim Namen leider nicht kenne. Ich glaube, die haben aber noch mehr Characters bei sich im Haus, oder? Hoffe ich. Also glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht. Aber die Tasche sieht unglaublich süß aus. Also da kann ich nicht meckern. Es gibt sogar zwei Reißverschlüsse hier dran. Wenn ich das jetzt mal aufmache, habe ich hier drin einfach nur eine ganz normale Tasche. Also es ist eine Handtasche. Ohne irgendwelchen anderen Taschen innen drin, sondern einfach nur für den Sommer, für die Sakura-Zeit kann man mit dieser unglaublich süßen Tasche einkaufen gehen und sich kleine Sachen kaufen. Oder einfach sein Portemonnaie und alles da reintun. Kawaii des, ne? Weiter geht's mit dem Plüschi. Welches Plüschi haben wir bekommen? Ja, wir haben Cinema Roll bekommen. Mit Kirschblüten-Outfit. Es hat Kirschblüten-Ohren. Eine Kirschblüte hier und auch hinten am Bein nochmal eine Kirschblüte. Aber es hat kein Puhloch. Das ist eher so ein Plüschi-Kissen, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, man kann das wirklich so irgendwie nehmen und sich so drauflegen. Ich glaube, das ist einfach nicht nur zum Hinstellen gedacht, sondern auch zum Kuscheln. Und das ist echt niedlich. I like that. Und das passt natürlich unglaublich gut zu der Tasche. So, jetzt haben wir noch ganz viele wir haben noch Kleinigkeiten hier. Aber ich freue mich, ich habe jetzt kurz reingespinkst und oh mein Gott, es ist sogar was von Pokémon dabei. Aber ich gucke jetzt erstmal, was das nächste ist. Wir haben hier noch einen Sanrio-Stift. Oh, das ist echt niedlich. Auch mit den ganzen Sanrio-Charakteren, also passend zu der Tasche, gibt es dann auch noch einen schönen Kuli. Hier hinten sehen wir übrigens Hello Kitty im Kimono. Auch sehr nice für, gerade die Kirschblütenzeit ist ja bekannt in Japan, dass alle ihre Yukatas und Kimonos in Japan tragen. Deswegen tragen auch jetzt alle Charaktere von Sanrio Yukatas. Und der Stift ist richtig niedlich. Ich liebe so und so solche Büromaterialien in so Boxen und das ist mal wieder ein schönes Item, was gleich auch mit zu meinen ganzen Stiften, die ich eh schon in den ganzen Boxen bekommen habe, hinkommt. Weiter geht's mit, was? Das nächste Produkt, was ich jetzt gerade mal nachschauen musste, weil ich nämlich keine Ahnung, was das eigentlich hätte sein sollen, ist das nämlich von Hello Kitty ein Spray. Und ich wusste nicht, wofür das war, weil hier hinten steht natürlich nur, weil hier hinten stehen nämlich nur die Hieroglyphen aus Japan, also die Schrift, die ich leider nicht lesen kann. Und aber auf der Beschreibung steht geschrieben, dass das hier ein Erfrischungsspray für den Körper ist. Also, genau. Also wenn Sommer ist, kann man sich das quasi mit in die Handtasche tun. Die Handtasche trägt dann natürlich mein Sohn, ist ja klar. Ihr seht, er hat schon meine Sprache angenommen. Das finde ich sehr, sehr schön. Auf jeden Fall ist das hier ein Erfrischungsspray für den Körper. Und ich glaube,
Also sowas gibt es ja auch mittlerweile in Deutschland. Es gibt von Balea ja auch dieses Wasserspray, was man sich im Gesicht sprühen kann, wenn es einem zu warm ist. Und genau das hier ist es nämlich auch. Aber das hat auch noch so einen leichten Floral-Duft, also irgendwas Blumiges, einen Blumenduft. Ich liebe sowas. Ich finde das total genial, dass die hier sowas mit reingepackt haben. Ich freue mich jetzt schon, das im Sommer auszuprobieren. Das wird definitiv in meine Tasche landen. Weiter geht's mit einem Produkt von Sanrio. Wer hätte das erwartet? Du nicht, ich weiß. Du hättest das nicht erwartet. Aber wir haben hier... Möchtest du das Video übernehmen? Möchtest du weiter hier sprechen? Möchtest du weiter sprechen? Much, much, much later. Wir haben wieder einmal ein super, super schönes Produkt. Und zwar liebe ich plüschige Socken. Und das sind mal wieder so richtig weiche Socken. Diesmal von Hello Kitty. Und das Design finde ich sogar richtig niedlich, weil es ist auch so ein schön lila und pink gehalten. Was natürlich auch passend für die Sakura-Kirschblüte ist. Hinten ist es so ein leichter Gelbton. Das sind kurze Socken, was ich cool finde, aber sehr, sehr flauschig. Finde ich jetzt für die Sommerzeit vielleicht doch ein bisschen zu warm, aber egal, für zu Hause kann man sowas immer tragen und das Motiv ist wirklich niedlich. Size 22 bis 24 cm, ich hoffe, ich passe da rein. Aber ich glaube schon. Es kommen noch zwei kleine Produkte. In dieser Box sind sogar 7 Artikel drin. Zwar sehr kleine Produkte, aber ich finde es total cool, dass da nochmal ein extra Produkt drin ist. Das vorletzte Produkt ist also ein super süßer kleiner Mini-Block von Cinnamaroll. Cinnamaroll in den Kirschblüten und das sieht ziemlich süß aus. Und ich glaube, wenn ich das jetzt mal öffne, seht ihr auch, man kann hier was Süßes draufschreiben und einfach abreißen. Und hier glitzert es oben auch noch richtig schön. I like that. Passend zum Kugelschreiber. Finde ich sehr nice, dass man auch noch was zum Schreiben dazu bekommt. Und jetzt kommt wieder das Highlight für mich. Es ist etwas von Pokémon dabei. Und oh mein Gott! Ich dachte erst, es wäre eine Überraschungsfigur von Rement, weil man hier nämlich sehen kann, dass man verschiedene bekommen kann. Aber dann habe ich gesehen, welche Figur ich instant bekommen habe, weil es nämlich ein durchsichtiges Fenster hat. Ich habe Hoplo bekommen! Juhu! Das ist sogar mein Starter-Pokémon bei Pokémon Schild gewesen. Es ist eine flauschige Flockenfigur, was ich ziemlich nice finde. Und das ist aber von Bandai. Es ist nicht von Rement diesmal. Ich finde sogar... Das Hoplo und auch Pikachu, die beiden süßesten, oder generell sind alle süß, aber die Figuren sind alle total goldig. Aber Hoplo feiere ich gerade sehr, dass ich das mal bekommen habe. Ich freue mich gerade total, ein Ast hab. Ich liebe die Sokawaii-Box. Für mich immer noch persönlich die schönste Box, die ich jemals bestellt habe. Ich habe ja schon sehr, sehr viele Boxen ausprobiert. Ich kann euch sehr, sehr viele Boxen empfehlen. Falls ihr irgendwie euch nicht sicher seid, welche Box ihr gerne bestellen möchtet, könnt ihr mich gerne mal anschreiben unter den Kommentaren. Leider ist das Unboxing schon wieder vorbei. Es tut mir im Herzen weh. Ich würde so gerne noch mehr Produkte von Sokawaii auspacken. Aber der Mai ist gar nicht mehr so weit entfernt. Also da sind auf jeden Fall auch wieder richtig süße Plüschis dabei. Aber ihr werdet das natürlich wieder hier in meinem Video im nächsten Monat dann sehen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß bei meinen Outtake-Videos, die ich gerade so hochlade von Twitch. Da passieren halt unglaublich lustige Dinge. Wenn ihr auch mit live dabei sein wollt, könnt ihr gerne meine Streaming-Pläne auf Discord oder auf Instagram nachschauen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf euch. Ansonsten lesen wir uns hier unter den Kommentaren und ich freue mich auf eure... Ja, auf eure Liebe. Ich freue mich auf euch, dass ihr überhaupt meine Videos schaut und dass ihr immer da seid. Ich danke euch von Herzen und fühlt euch gedrückt von mir. Ich hoffe, euch geht's gut, bleibt gesund und wir sehen uns im nächsten Video. Eure Saleya. Tschüss.